Dodge plant mit seinem Avenger einen Frontalangriff auf die Mittelklasse und zieht mit seiner aggressiv gestylten Limousine in den Kampf gegen die biedere Masse von Avensis, Magentis, Passat und Co. Der übersetzt Rächer genannte Fünftürer mit Anleihen aus der Muscle Car Ära soll die Käufer nicht nur durch sein hervorstechendes Aussehen, sondern auch durch einen relativ niedrigen Preis ansprechen. Mächtig und kantig ausgestellte Rathäuser, die typische eindrucksvolle Dodge-Schnauze, eine ansteigende hohe Schulterlinie, die sich mit dem coupéhaften Dachverlauf so trifft, dass für die hinten sitzenden Passagiere zwar ausreichend Sitzplatz bleibt, ihre Aussichten aber von ebenfalls coupé-ähnlich verengten Fensterresten eingeschränkt wird. Das Design verspricht mehr, als die Motorisierung zurzeit halten kann. Der Avenger startet im Herbst diesen Jahres mit zwei relativ kleinen Vierzylinder-Benzinern mit 2 oder 2,4 Litern Hubraum und einem 2 Liter Diesel in Österreich. Volkswagen-Fahrer kennen diesen Diesel, denn er stammt aus dem Wolfsburger Regal. Er leistet 140 PS, beschleunigt den Avenger in wenig mehr als 10 Sekunden von 0 auf 100 und erreicht knapp 200 km/h Spitze. Sein Durchschnittsverbrauch soll bei 6,2 Litern liegen, sein CO2-Ausstoß bei 170 Gramm pro Kilometer.